Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Dieses Video ist das Frage- und Antwortspiel, was ich mit Wagner gespielt habe. Das Interview oder das Frage-Antwortspiel ist in einem Interview entstanden und zwar relativ spontan und relativ kurzfristig. Ich habe dann irgendwann gefragt, als wir ganz viel gequatscht haben, so ey, wollen wir nicht mehr das Interview machen? Und dann mal, jo, machen wir. Bumm, haben die Kamera aufgestellt. Und dann ging es auch direkt los. Also wir haben uns eingestellt. Vielleicht heilt er dich ja nochmal, ich weiß auf, ja nicht. Ja, das, auf, ja. Das, auf das wollte ich gerade hinaus, erwarten Sie hier. Ja. Also wir haben uns eigentlich selbst beide ins kalte Wasser geschmissen. Ich hatte meine eure Fragen dabei. Lass uns starten. So. Und dann haben wir auch relativ fix angefangen. Wenn ihr euch ein bisschen wundert über das Layout oder das Hintergrund des ganzen Interviewparts, ist Wagner selber gerade dabei, einen YouTube-Channel, sag ich mal, zu starten. Er hat sich ein Studio gebaut und da kam ich anscheinend genau zum richtigen Moment, zur richtigen Zeit da an mit meinen Fragen und mit meinem YouTube-Channel und mit der Community hier. Ziemlich cool. Dann sind wir im Prinzip beide zusammen ins kalte Wasser gesprungen mit Arschbombe vorab und ja, haben dann einfach geguckt, dass wir bestmöglichst das Ganze so durcharbeiten. Die Videos habe ich nicht großartig bearbeitet und geschnitten, weil ich euch keine Infos voranhalten wollte, sind wir mit den Antworten, oder ist der Wagner, oder hier ist Wagner mit den Antworten sehr gut in die Tiefe auch gegangen und hat auch ein bisschen ausgeholt oder weitreichend erklärt, was ich ja auch sehr cool fand. Also hier sind auf jeden Fall ist viel Gold enthalten für jemanden, der ein bisschen mehr wissen will. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Walter Wagner, der sich die Zeit genommen hat für uns, für mich, für die ganze Community und hat wirklich 2 Tage seine Firma stehen lassen, links liegen lassen für uns und hat sich wirklich 100% auf das Projekt hier konzentriert, was sehr cool ist. Und als Goodie hat er uns noch mit an die Hand gegeben ein kleines Goodie, und zwar gibt es für die Erstbestellung auf den gesamten Warenkorb 10%, einen 10% Gutschein, den haben wir so genannt, Marc Monetti 10, das habe ich hier oben oder hier unten werde ich das mal einblenden, gilt auf seinem eigenen Shop, den er hat, der heißt oldieöl.de, wird auch hier unten eingeblendet. Und wenn ihr Produkte habt oder irgendwie das ganz interessant findet oder sowieso schon überlegt hat, die Produkte zu kaufen, dann hat er noch ein Goodie mit an die Hand gegeben, die 10% auf den Warenkorb. Was mich sehr freuen würde, ist, wenn ihr Anregungen bekommen habt, irgendwas gelernt habt oder dadurch neue Fragen entstanden sind, die ihr gerne beantwortet haben wollt, kommentiert gerne das Video. Ich liebe ja Kommentare, ich finde es immer super geil, eure Kommentare, eure Eindrücke, eure Erfahrungen zu lesen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das Ganze hier mache. Und ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr den Channel noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ja, wenn ihr findet, die Information war gut und ihr kennt jemanden, der ein bisschen mehr über Öl erfahren sollte, dann teilt auch gerne das Video, würde mich auch sehr freuen. Und wenn ihr dann noch Bock habt, gebt mir einen Daumen hoch. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß für das Video. Ich hoffe, das Intro war nicht so lang und ich verziehe mich jetzt. Also halt rein, Jungs. Peace. Ich muss sagen, also ich finde es einfach ziemlich beeindruckend. Also ich bin ja auch in der Position des Selbstständigen und ich weiß, dass es einiges an Schmackes dazu gehört, auch wirklich sich zu beweisen und durchzuziehen. Ja, gut, da gehört natürlich ein unendlicher Wille und natürlich auch das Tun, ne? Nämlich Tun heißt Tag und Nacht, ja. Die Kurzform. Und habe natürlich auch alles, was ich sag mal, damals verdient habe, auch gut verdient, habe ich da reingesteckt in die Firma als Startkapital. Und wir haben ein sehr kapitalintensives Business hier, muss man schon sagen. Das heißt, die ganzen Rohstoffe, die ganzen Super, alles, was man dazu braucht, um jetzt an dem Markt sein zu können und sich auch bewegen zu können. Wir müssen ja auch Werbung machen, wir müssen uns dort fortbewegen und Umsätze steigern, Gewinne steigern, dass man investieren kann, dass man hier letztendlich das ganze Projekt nach vorne bringt. Gehört natürlich in den 200% Engagement dahinter. Ne? Ja. Und natürlich auch risikobereit. Also ich war sehr risikobereit. Wir haben Sachen gemacht, wo vielleicht auch mal überlegt oder unüberlegt waren, wo vielleicht auch nicht richtig waren, aber die letztendlich dann schlussendlich doch zum Erfolg geführt hatten. Ja. Ja. Ja, ich finde das wirklich, ich finde das stark, also großer Respekt von meiner Seite. Ja. Definitiv. Ja, wir hatten ja beim Essen uns auch unterhalten, dass du auch da alles reingebuddert hast und dann hier aus. Top oder Flop, ne? Ja.
Ja, wir haben dort richtig viel Geld gesetzt, muss man schon sagen. Ja. Ja, sonst wäre das nicht entstanden. Mhm. Sicher hatte ich jetzt letztendlich gute Voraussetzungen, dass ich, wir mussten keine Miete zahlen. Ne? Ja. Wir haben hier die Gebäude vor Ort gehabt. Ne? Ich habe einen gewissen finanziellen Background gehabt. Mhm. Ja. Ja, klar. Um sowas, damit man bei den Banken vortreten kann und sagen, yeah. Ich brauche mal einen Kredit von einer halben Million oder so. Ne? Ja. Zwar nicht auf einmal, aber schrittweise. Ja. Und dass die auch abgesichert sind. Ja, 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 ja. Und ja, das hatte ja. ich eben. Ansonsten, wenn das nicht hätte, dann wird das auch schwer. Ja. Wäre es schwer gewesen, um sowas letztendlich, um solche Investitionen wieder zu tätigen, um sowas überhaupt herstellen zu können. Ja, ja, ja. 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 Ich sehe das auch, also ein Kumpel von mir, da ist im Food-Startup unterwegs, also der hat einen neuen Snack entwickelt und hat sich da auch umgeschlagen mit Beratern und mit irgendwelchen Förderungsgeschichten, ja. Und hat auch versucht, Kredite an Land zu ziehen und hat Investoren gefunden und zieht sich auch schon 2 Jahre her und er frisst auch Scheiße. Also, das ist, wirklich, ja. Also ja. Das ist wirklich ein Höllentrip, wo er auch alles reingesetzt hat, hat auch Kapital in die Hand genommen und das da auch reingesteckt und dann sind Investoren abgesprungen, dann hat die Bank erstmal gesagt, ja, nee, doch nicht, und also, na, Haufen, also, ich kenne den Weg ja, auch. Ja, das ist ja die Frage, in welcher Dimension er starten will. Ne? Ja, ja, klar. Das ist die Frage, wenn jetzt ein Startup starten will mit 4, 5 Leuten, ja, ich sag mal, dann braucht er mal 1 Million. Ja, ja, ja. Egal, was er macht, ne? Ja. Damit er einfach mal die ersten, ein halbes Jahr die Löhne zahlen kann, ne? Ja, zum Beispiel. Ja. Ob er aber was produziert hat oder nicht. Ja, das ist erstmal was anderes. Ja. Das heißt, davon, sag mal, war nicht jeden, der sich, sag mal, als selbstständig macht, das soll sich im Klaren sein. Ja. Ja. Was passiert im Jahr 2, wenn das Finanzamt kommt, zum Beispiel? Ne? Ja. Dass er auch, sag mal, die Steuervorauszahlung machen kann, dass er Rücklagen bilden kann. Ja. Das sind ganz, ganz wichtige Sachen. Sag mal, die meisten Existenzen scheitern an der Finanzierung. Ja. Ja. Nicht an die Idee, die ist super. Ja. Auch die Person, die dahinter steckt, ja, die kann das, die wird das auch im Live umsetzen können. Ja. Aber letztendlich, wenn die Finanzierung im Background nicht stimmt. Stimmt, dann ist echt schwer. Ja. Ja. Man muss mal gucken, also das war auch gar keine großen Summen, die jetzt da irgendwie, also beginnender 5-stelliger, 6-stelliger Bereich, 11-stelliger. Ja. Also so, das, so. War jetzt nicht großartig, aber trotzdem war es schon schwierig und im Endeffekt hat er dann auch gesagt so, ich komme jetzt erstmal nicht weiter, so, er hat auch, also als sein Job, also er hat angefangen, hat ein gutes Level gehabt und hat gedacht, okay, ich habe, die Leute wollen mein Produkt kaufen, ich kann es aber nicht produzieren und das war gerade die große Schwierigkeit, weil einfach da der Haken war und dann hat er irgendwann gesagt, okay, ich gehe jetzt all in, hab dann erstmal gesagt, ich versuche das jetzt 100% zu machen, kündigen Job, geh 24 Stunden rein und hat geackert und die Leute wollten sein Produkt haben, aber konnte nicht liefern. Und die Schwierigkeit, eine eigene Produktion aufzubauen, ist kapitalnotwendig gewesen. Ja. Und da stockt's noch immer. Und jetzt hat er hat dann über Crowdfunding versucht, noch Leute zu finden. Das ist eine One-Man-Show in dem Sinne. Ja. Und über Crowdfunding, das habe ich auch schon gemacht. Eine kleine Sache. Das wird funktionieren. Man wird jetzt auch von sag mal, Kapital bekommen ohne Sicherheiten, wird auch funktionieren, zu sehr schlechten Konditionen. Ja, ja. Das wird alles funktionieren. Die Frage ist, es ist nur eine Frage der Finanzierung. Ob ich jetzt die aktuellen Kredit holen kann, sag mal, unter 1,5%, aktuell. Oder ich hänge jetzt irgendwo bei einem Crowdfunding dran mit 6-7% oder mehr. Ja. Das ist ein kleiner Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Sicher, wenn das in einem überschaubarer, wenn sie nur 10.000 sind oder 15.000, aber wenn es 150 oder 200.000 sind, dann rechnet sich das ganz anders. Ne? Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Und der Punkt, das muss natürlich klar im Klaren sein, wenn er das starten will. Sag mal, ich habe das für mich, wenn ich jetzt zurückkomme, auch zu meiner Position, ich habe das so gemacht, ich habe... zuerst habe ich mir im Klaren gemacht, okay, ich habe das Kapital, ich mache das nebenbei. Mhm. Ja, das, was ich jetzt nebenbei machen kann, werde ich machen können. Mhm. Nur da kommt der Punkt, dann habe ich nebenbei zweimal so viel Geld verdient wie auf der Arbeit. Ja? Ja. Und dann kommt der Punkt, machen wir jetzt. Machen wir jetzt voll oder machen wir so weiter. Ja, ja? Ja. Geben wir die Sicherheit, sag mal, dass ich den Job habe. Und dann ist es auch so, dann kommen bestimmte Situationen, dass man das gar nicht mehr nebenbei machen kann, weil die Zeit dann nicht mehr reicht. Ja, ja.
weil ansonsten wird der Körper kaputt gehen. Ja. Wenn ich jetzt bei mich sehe, ich habe mein Geschäft aufgebaut, ich bin um 4 Uhr aufgestanden, konsequent 4 Uhr war ich im Büro, um 4 Uhr, halb 5 war ich im Büro gesessen, bis um 6:30 Uhr, ja, dann bin ich in Richtung Arbeit und dann von der Arbeit nach Hause um 5 Uhr wieder bis um 10 oder 11 und 12. Ja. Das heißt, 4-5 Stunden Schlaf, mehr nicht. Ja. Ja. Und das über Jahre. Und wann kommt der Punkt, wo das nicht mehr geht? Ja. Ja. Dann muss man die Reißleine ziehen. Ja. Und wo ich dann, sag mal, in dem Fall, wo ich, das ging bei mir auch bis 2000, bis 2000, ne? In etwa. Ja. Das ging auch dann 6 Jahre. 7 Jahre. Ja. Das ist hart. Boah. Nie mehr so. Nur dann hatte man so einen Punkt, wo man das konnte. Wo man sagt, okay, ich gehe den Weg. Jetzt geht man. Ne? Ja, den geht man. Weil zurück kann ich immer wieder noch. Ja. Ne? Verstehe ich. Ja, ja, weil man dann noch jung ist. Dann, damals war ich ja jung. Jetzt mit 50 ja, zurück einen Job zu finden, mit 50 Jahren vielleicht mit meiner Position schon im Vertrieb. Ja. Mehrsprachig sehe ich kein Problem, dass dann einen Job zu beginnen, auch gut bezahlt Job zu bekommen, ja, weil ich die Erfahrung habe, aber jetzt mal einen Überblick habe, das schon, aber das könnte ich nicht mehr, weil ich könnte mich nicht mehr steuern lassen in so einer Position. Es geht gar nicht mehr, dass man zurückgeht, dass man sich jetzt, sag mal, sich runterstellt. Es geht gar nicht mehr. Ja. Möglich. Möglich auch. Nee. Ja. kommt bei der her. Ja, 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 genauso. Ja, das war ich. Starkes Stück. Ja, auf jeden Fall. So, ein bisschen, das geht ja mit großen Schritten voran. Ja, ich. Sag mal so, das Rad dreht sich immer schneller. Ja, ja. Das macht ja auch Spaß. Ja. Sicher kommt man an einen Punkt, wo die Zeit wieder nicht mehr reicht. Ne? Man müsste mehr machen, also von den Stunden, was man hier macht, man müsste das noch machen. Nur irgendwann muss man, also bin ich jetzt am Anfang, jetzt bin ich 50. Jetzt machen wir mal ein bisschen einen Schritt langsamer. Ja, ja, ja. Nicht, dass uns der Herzinfarkt einholt oder ja, Schlaganfall oder sonst irgendwas. Ne? Ja. Ja, ja. Dann muss man auf sich, auf den Körper mal wieder schauen. Ne? Der Körper hat sich auch verändert. Ne? Ich war mal ein schlanker junger Mann, so wie Sie, und jetzt bin ich das Doppelte. Ne? Das muss eigentlich wieder zurückkorrigiert werden. Ne? Ja, das ja, muss ja passieren. Ja. Ja, ein starker Stück. Ja. Ach, krass. Ja. Wollen wir weiter zu den Fragen? Ja, ja, ja. Aber war super interessant für mich jetzt, was ich habe die Leute interessiert. Ja, ich habe ja auch, Alexander hat mal kurz reingeschnitten, was sie beruflich machen. Sie beschäftigen sich mit, auch mit einer Agentur für. Genau, ich mache Erklärvideos eigentlich. Erklärvideos, also kurze animierte Filme im Trickfilm-Stil oder auch Richtung 3D, aber das ist dann schon ein höheres Level, aber gute Animationen. Und wir machen für Homepages und deren Online-Dienstleistungen oder für das Social Media kurze Videos, in denen wir deren Online-Dienstleistungen, Produkte oder Messefilme halt darstellen. Im kurzen, knackigen Clip, ungefähr 60 bis maximal 2 Minuten in der Regel, um dann einfach Produkte und die Dienstleistungen kurz für die Kunden auf den Punkt zu bringen. Und der Ursprung war eigentlich im Studium. Ich habe Wirtschaftsingenieur studiert und ich habe mich nie an der Uni wohl gefühlt. Also ich habe es immer gehasst, weil ich diesen... Haben Sie einen Abschluss gemacht? Ja, ich hab den Bachelor, also Sie ich habe den Bachelor gemacht. Aber ich habe einfach den Weg, also der Uni, den hasse ich einfach. Weil ich in der Uni geht man hin, man lernt, man kotzt es aus, ist vorbei. Und dann kriegst du einen Zettel dafür und man sagt, du bist gut. Und man chat alle über den gleichen Kamm, im Prinzip über die Reputation. Das ist so. Und das habe ich auch... Wie gesagt, ich habe das ja auch festgestellt, jetzt in meiner beruflichen Karriere hatte ich ja auch sehr viel mit den Universitäten zu tun. Ja. Wir waren jetzt in Überstadt, wir waren in München und haben uns mit der Person unterhalten. Ja, da sind halt ja auch die Studenten dabei. Ja. Und dann hat sie gemeint, Herr Wagner, können Sie ihn beschäftigen für ein, Studienprojekt oder für eine Arbeit? Und dann kann man sie, aber dann haben wir schon festgestellt, was wollen die Leute überhaupt? Ne? Warum sind die überhaupt da? Haben die überhaupt das Zeug dazu? Können die, wenn die wirklich den Schein dann haben, ne? Den Schein, wenn die draußen in der Wirtschaft sind, können die bestehen oder nicht? Ne? Mhm. Weil der könnte, sagen wir jetzt in so einer Position, wenn ich heute Ingenieur bin und wenn ich jetzt rein nur Techniker bin, ich muss irgendwas abarbeiten, ich muss Formen berechnen, ich muss Zeichnungen machen, ich muss irgendwas, okay. Mhm. Aber das sind ja nicht alle Leute. Ja? Also ich brauche mal Leute, die wo rausgehen, die einen Weitblick haben, die sagen, okay, kommen wir, oder sie müssen nochmal einen Betrieb steuern. Ja. Verstehen, das heißt, das ist eine ganz andere Nummer. Ja. Sowas kann man nicht studieren, das muss man nur erleben. Ja.
sondern ich habe mir auch schon, sag mal, gedacht, Mensch, wie bin ich jetzt gelandet? Ich meine, da sind jetzt irgendwo 15 Leute, das kann alles nicht wahr sein. Da passieren Dinge, wo ich mich, sag mal, als junger Mensch, da geht Geld verloren, das ist unglaublich, verständlich, jeden Tag. Ja, für irgendwas, wo ich gar nichts dafür kann. Ja. Aber da muss man einfach die Ruhe finden. Sag mal, ich bin mehr so der Ruhepol. Meine Frau, die ist ja mehr so anders gelagert, ne? Die ist ja mehr so das Gegenteil. Ja, die fährt da mehr mal aus der Haut und macht die dicke Welle, wenn da irgendwas schief geht. Ne? Klar. Nur was bringt's. Ne? Wenn ich jetzt. Ja, ist beides ein Weg. Ob ich jetzt mir hier groß in Szene setze oder die Brust rausstecke, na, ich bin der Boss, jetzt müsst ihr so machen. Das ja. Manchmal ist es vielleicht auch mal besser, wenn man sagt, okay, lass ihn machen und wir schauen uns danach mal das Ergebnis an. Mhm. Ja. Und das ist einfach so ein Punkt, wo muss ich jetzt einmal im Finale dann doch mehr bewahrheitet hat. Ja. Als Kern. Also, ja. Lass ihn mal machen, die haben auch gute Ideen. Wir stecken mal die Nasen zusammen, machen Brainstorming. Ja, was für eine Idee hast du? Was können wir tun? Mhm. Meistens kommen da ganz gute Sachen raus. Ja, schon. Ja. Ja. Also ich denke auch einmal Sachen oder Leuten Vertrauen geben und das muss man auch können. Ne? Das muss man auch können. Sie müssen sich auch mal trauen, Arbeiten abzugeben. Und das ist wenn Sie jetzt einmal in meiner Position, wenn Sie von vornherein alles selber gemacht haben, ja, das hat dann zum Erfolg geführt. Ja, dann muss man die Arbeit weggeben. Und dann macht er das so, wie ich mir das vorstelle. Macht er das auch in der Geschwindigkeit, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Ja. Verstehen Sie? Das sind so Faktoren, was man da nicht mehr in der Hand hat. Ja. Ja. So, und dann kommt der Punkt, wenn mir da mal etwas gefällt, dann sage ich das auch. Ja. Das geht vielleicht schnell auch. Ne? Oder das könnte man so machen. Mhm. Ja. Aber woher soll man es wissen? Wer soll derjenige wissen, wenn man es nicht sagt? Ne? Ja, ja. Und was jetzt halt draußen, wo ich das Problem sehe, die Firmen werden immer größer, die Tätigkeitsfelder werden immer eingeschränkter, ja. Und die Leute, die drin sitzen, haben den Weitblick nicht mehr. Ja. Ja. Genau. Ja, das ist das Problem. Ja. Woher das wird auch nicht gelehrt. Ja. Ja. Nur als Beispiel, ich habe hier die junge Dame, die Sie gesehen haben, ne? Mhm. Die hat auch ihren Betriebswirt studiert, ja, war ein Jahr in den USA, ja. Die kommen hierher, die sind gut ausgebildet, gar keine Frage, ja. Aber sie brauchen im Betrieb 2 Jahre Einarbeitung, ja, bis sie verstehen, was hier passiert. Ja. Zum Beispiel Export China, einfach Exportabwicklung, ja. Dann Langzeitlieferantenerklärungen. Es sind einfach dann präferenzielle Ausführer sind wir mittlerweile. Das heißt, wir haben bestimmte Länder haben wir für den Import geringe Steuern, weil wir zertifizierte Hersteller sind. Dann sind wir hier Hersteller für Energieerzeugnisse. Das heißt, wir haben vom Zollrecht gesehen, sind wir Herstellungsbetrieb für Energieerzeugnisse. Mhm. Allein das Beantragen, das zu beantragen und umzusetzen, das sitzen Sie 2 Monate. Ja. Bin ich 2 Monate im Büro gesessen, um alle Anforderungen abzuarbeiten, die das Zollamt in dem Fall will. Ja? Ja. Aber das kann nur ich machen, das kann niemand anders machen, verstehen Sie? Ja. Und das ist einfach das, was jetzt hier sagen wir, in den letzten Jahren enorm an mir gezehrt hat, na, wo ich einfach nur sagen kann, das kann nur ich machen. Ja. Die Arbeit können Sie gar nicht weggeben. Ja. Ja. Und so, wenn Sie die Arbeit weggeben, dann brauchen Sie eine Person, die zum Beispiel wie zum Beispiel die ganze Exportabwicklungen oder auch Importabwicklungen. Dann sagen wir, die ganze Software, mittlerweile geht alles digital. Ja. Die ganze Ausfuhrerklärung, das wird alles digital gemacht, bis die Leute eingearbeitet sind. Wirklich 2 Jahre. Ja. Das ist ein Stück, ne? Das ist ein Stück. Wirklich 2 Jahre Einarbeitungszeit, bis die da durch sind. Ja. Bis sie sagen, komm jetzt, du mach allein. Ja. Hier ist der Auftrag. Ja, go. Das ist auch genau das. Das wird unterschätzt, ne? Ja, das, was ich auch an der Uni gemerkt habe. Also man lernt für die Klausur. Ganz ehrlich, was ich da gelernt habe, ich habe Fetzen
noch, die irgendwie da sind, aber eigentlich weiß ich nichts. Ich habe Klausuren bestanden, die ich nicht verstanden habe. Also ja. Klausuren bestanden, ja. die ich nicht verstanden habe. Mit eins. Ich habe Klausuren nicht bestanden, wo ich alles wusste. Ja. Und dann können Sie mir erklären, also mit Wissen besteht man nicht. Das ist nämlich der Joke an der anderen Nummer, sondern mit dem, was du gelernt hast. Genau. Und dann dachte ich mir auch so, ich habe mich immer falsch am Platz gefühlt, weil ich weiß, dass in mir was anderes ist. Also es gibt so ein Foto, da hat man irgendwie einen Hund, eine Giraffe, einen Fisch und einen Affen. Und sagt, geh auf den Baum, hol die Banane. So. Und der Fisch, wie soll er auf den Baum kommen? Das geht ja nicht. Ja. So. Und es gibt für jeden, und alle werden aber über einen Kamm geschert, über den Uni lernen kann. So. Ja. Und, ich sehe mich einfach nicht in der Position. Und deswegen habe ich auch immer den Drang gehabt, irgendwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Ja. Weil ich bin auch eher ein Typ, ich bin aktiv, ich gehe raus, ich brauche Bewegung, ich brauche Abwechslung. Ich liebe Situationen, die ich nicht kenne. Also ich suche die Herausforderung. Tatsächlich. Und ich habe, glaube ich, auch selbst so einen Optimierungstick. Also alles, was ich mache, ist von mir, von der Logik her. Ja. Ich will es ja einfach haben. Ja. Warum soll ich irgendwas scheiße kompliziert machen, wenn ich es simpel haben kann? Ja. Das heißt, selbst in der Küche packe ich die Löffel woanders hin, wenn seitdem ich meine Kaffeemaschine habe, weil ich keine Lust habe, die Schublade so aufzumachen. Reicht doch so. Ja, und das sind so kleine Sachen, die... Ich verstehe. Nur als Beispiel. Er kann das bestätigen. Wir hatten einen Vortrag bei einem Traktorverein, Traktor Oldtimer Traktor Club. Ne? Ja. Verstehen Sie, das ist eine Nummer. Da stolpern Sie dabei. Ja. Oder? Ja, Sie stolpern dabei. Also ich sage Ihnen, wie es läuft. Ja. Samstagabend sind wir geladen zum Vortrag. Mein Vortrag dauert eine Stunde. Dann mit dem Initiator habe ich vereinbart, ja, wir haben einen Vortrag. Der sagt mir, ja, da ist noch ein Redner dabei für die Versicherungen. Ja? Nicht erzählt hat, dass er auch eine Blasmusik noch spielt. Ja? Ja. Wir sind den ganzen Tag am Arbeiten. Ja. Die Nacht zuvor bin ich schon übernächtigt, gearbeitet, ja. Eigentlich so, Samstagmittag sind wir abgearbeitet. Ja. Wir bräuchten relaxen. Ja. Ja. So, dann bin ich so kaputt, dass ich mich um 2 ins Bett legen muss, bis um 4 Uhr schlafen, aufstehen, eine Stunde fahren, um 5 bin ich hier am Veranstaltungsort, ja. Wir müssen hier aufbauen, wir müssen alles vorbereiten, ja. Und dann geht's los, geht die Veranstaltung los, ne, mit Ansprache vom Vorstand, vom Bürgermeister, dann spielt die Blasmusik mit 15 Mann, wirklich so einen Kopf, ja. Dann kommt der Redner für die Versicherung, der wirklich gut gemacht hat, wirklich, der war top, der Mann, ja. Und dann komme ich dran, um 10, ne, um 10 Uhr abends, ja. Wir sind total kaputt, ja. Kurz vor dem Herzinfarkt und dann müssen wir einen Vortrag vor 100 Leute machen. Ja. Wo sie nicht ruhig sind, wo sie dann noch, um 10 Uhr kriegst du niemanden. Ja, das ist vorbei. Hammer, ein Scheiß. Ja. Und wie ist es gelaufen? Ja. Damals der Vortrag, der war doch gut. Ne? Eine ist auch, was ich nochmal sagen, zur Selbstständigkeit, sie kommen an Positionen, das müssen sie einfach aushalten. Ja. Ja. Oder wenn wir auf Messe sind, wie zum Beispiel die Stuttgarter Messe, da haben wir 2 Messestände, die geht von, sagen wir, von Donnerstag bis Sonntag, aber wir sind ja Mittwoch schon da. Mhm. Ja, und wir kommen erst am Montag nach Hause. Ja. Ja. Und das, was hier abläuft, die 4 Tage Messe, das müssen sie aushalten. Mhm. Ja. Wirklich. Ja, ja, ja. Das ist eine Nummer, glauben Sie mir, wir sind ja am Messestand, an unserem Messestand ist immer was los. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier irgendwo schauen, wo die Kunden sind, sondern die Kunden stehen Schlange. Ja. Ja, an unseren Ständen. Ja. Auch speziell auf diesen Messen. Ja, 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 ja. Und sie sind da, sie haben Einschaltdauer als EEG 100%, von früh bis Abend. Ja. Ja. Und das müssen sie aushalten können. Ja, ja, ja. Und ich habe auch für mich einen Weg gefunden, wie ich sage, okay, wie ich sowas wegkompensieren kann. Oder wo ich sage, okay, komm, diese Arbeitsbelastung ist da, aber ich brauche auch, sag mal, jetzt mal die Ruhephase. Ja, ja, ja. Und hat man das auch so eingerichtet. Was ich nicht unter Kontrolle habe, ist das viele Essen. Also das schlägt bei mir jetzt noch nach vorne, aber das müssen wir auch noch in den Griff bekommen. Mhm. Ja. Dass man einfach für das Arbeitspensum auch, sag mal, was ich im Schädel, was ich habe, einfach das esse, aber das ist ein Körpergeil braucht. Ja, ja, ja. Klar. Um einfach das, wissen Sie, was ich meine, das Arbeitspensum. Auf jeden Fall. Dann ist es auch so, ich bin um 6 Uhr im Büro, dass ich mal eine Stunde bis um 7, halb 8 meine Ruhe habe, ja.
Aber dann geht es weiter. Es hört ja nicht um 5 Uhr auf oder um 6, sondern es geht um 8, um 9, um 10, um 11 weiter mit Telefonaten in die USA zum Beispiel, ja, oder Ausarbeitungen. Ja. Das hört ja dort nicht auf. Ne? Ja. Und so, wenn ich das aber nicht mache, dann habe ich dort keinen Vertrieb. Ja. Ja, wenn ich zum Beispiel diese Person nicht motiviere oder nicht da bin zu der Zeit, wo er mich braucht zum Beispiel. Mhm. Ja. Ja, dann hakt es wieder, ne? Klar. Und dort wird's und dann, sag mal, wann soll ich die Arbeit, wann soll ich das reinholen? Zu gar keine einzigen Zeit, ich bleibe einfach liegen. Ja, das ist nicht getan. Ja. Das heißt, wir kommen auch nicht voran. Ja. Und deswegen hängt es, sag mal, jetzt in unserem Betrieb hängt es doch an meinen Schlüsselpersonen, wo die praktisch die, jetzt, sag mal, die Motivation reinbringt und das Ganze nach vorne bringt. Ja. Ja. Und das ist schwierig, sehr schwierig. Ja. 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 Weil wo heute Nacht habe ich wirklich gut gesagt, es gibt Nächte, da dreht es mich um 3 im Bett und ich überlege, was machen die Leute hier alle? Na, was schaffen wir heute? Verstehen Sie? Das ist, ja, insbesondere wenn Sie zum Beispiel jetzt in so einer Phase haben, wo sie zum Beispiel Material fehlt, ja, oder sie einfach nicht produzieren können, weil kein Material da ist, ne? Weil einfach nur schnöde Verschlüsse fehlen oder Kartonage fehlt, ja, müssen sie alles wieder umkrempeln. Ja. Was machen die Leute heute? Ja, ich verstehen Sie, das machen wir Sachen, die sind unglaublich. Ja. Ja. Ja, welcher Druck hier drauf ist. Ja. Mhm. Ja. Und dann haben wir ja noch gebaut. Ist ja nicht so, dass wir hier in eingezogen sind. Also hier war ja nichts. Ja. Sagen wir, jetzt sind ja mindestens 1,2 Millionen Euro verbaut worden hier. Nur an Materialien, an Baumaterialien. Ja. Klar. Das aber. Sicher jetzt nicht auf einmal, sondern schrittweise von 10 Jahren. Wir sind ja noch nicht fertig. Ich sag mal, die Investitionen von nochmal 2 Millionen würden hier anstehen, um, sag mal, den Wachstum gerecht zu werden. Und das ist der Punkt, vergleicht das immer, mein Steuerberater hat mir gesagt, Herr Wagner, was machen Sie hier? Und dann sage ich, warum ist das alles so kapitalintensiv? Dann sage ich, ja, wir haben Rohstoffe, die brauchen halt 4 Monate, 5 Monate Lieferzeit. Ja, und ich kann nicht nur einen 500 Gramm bestellen, sondern die Mindestbestellmenge ist halt eine Palette mit 4 Fass zum Beispiel. Ja. Ja. Ja, dann hat man sie, ne? So, und dann hat man sie erstmal. Ne? Ja, oh, shit, ey. Ja, und das sind die Punkte. Wir sind ja kein Friseursalon, ne, wo die Kunden rein, raus, ne? Ja. Sag mal, ja, ja, mit, wo ich irgendwo überschaubare Kosten habe, ne? Ja. Das ist anders zu kalkulieren auch, ne? Ja, das ist ganz anderer Aufwand, der hier steckt auch, ja. Tatsächlich. Ja. Ja. Bei mir waren auch im Studium Sachen. Also ich war nicht studiumsbester, also ich habe auch länger gebraucht, deutlich länger. Ich habe erstmal Studium gar nicht ernst genommen. Also so ein neuer Start. Ich bin ja nach Bremen gezogen, ist mal alleine gewesen, dachte mir, okay, erstmal ein bisschen, ne, gucken, was verheiratet, kommt. Verheiratet? Nee. Nicht. Ja, erstmal gucken, was kommt. Und dann wurde es halt ernst mit, so, dann kamen die Klausuren und bin ich erstmal reingegangen. Oh, ach ja, man muss ja lernen für die Uni, habe ich gar nicht so gecheckt. So. Erstmal durchgerasselt. Und dann war ich auch schon im ersten Semester, im Drittversuch, glaube ich, mit irgendeiner Klausur. So. Und dann dachte ich, okay, jetzt ziehe ich mal durch, habe das dann auch geschafft, war dann in Ordnung. Und dann war ja erstes und zweites Semester war Mathe-Vorlesung, Ingenieursmathe. Und ich wusste, Mathe kann ich lernen, aber ich meine Basics aufgrund der, fing halt viel früher an in der Schule, bei Bruchrechnung hört es damals bei mir schon auf. Also, weil die Lehrer haben immer gewechselt und ich habe mich dann nie hintergeklemmt und irgendwie bin ich immer durchgekommen. Ich hatte mal Mathe-LK, war ich jetzt verhältnismäßig nicht gut, am Anfang 10 Punkte, dann nicht mehr. So, und dann kam Kurvendiskussion, das war auch gut und dann hatte ich so Level abgegeben, so für Mathe erstmal. Ja. Damals. Ja, gut, Mathe ist halt natürlich ein Wahnsinnsteil, ne, weil was sie alles ausgedacht haben, was man im ganzen Leben nie mehr braucht. Ne? Genau, ja. Und dann kam Ingenieursmathe. Das ist natürlich schon der Knaller. Ne? Dann kam Ingenieursmathe im Studium und da erstmal so ein Riesenberg und Angst gehabt und. Ja, dann dachte ich, ja, okay, ich probiere es erstmal aus, und man musste sich für jedes Semester war 6 oder 7 Klausuren, die anstanden, und ich habe mich für jedes Semester immer konsequent angemeldet, so nach Studienplan, zack, 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 zack. Hat man sich ein System ausgetragen, hat gesagt, so, kann ich nicht, kannst du bis vor 24 Stunden vor sein, ich nehme nicht teil, und dann war das erledigt. Dann habe ich mich mit den Klausuren immer weiter eingetragen, bis ich dann irgendwie vielleicht bestanden habe, nicht bestanden habe, Ende vom Lied war, ich war im 4. Semester mit 21 offenen Klausuren. So. Regel waren 6. Mathe noch offen.
Und viele Leute haben gewechselt, haben gezweifelt, ob ich das Studium überhaupt irgendwie buppe noch. Und der emotionale Druck, der natürlich auch einfach dann sich aufgebaut hat, war enorm. Ich dachte mir, okay, jetzt habe ich es mir eingebrockt, jetzt ziehe ich auch durch. Also entweder die tragen mich hier raus aus der Uni oder ich schaffe den Scheiß. So. Dann habe ich mich hingesetzt, habe ein Jahr also intensiv geballert. Ich bin, ich war der Erste und der Letzte in der BIP und habe keine Freizeit mehr gegangen. Habe voll durchgezogen, habe das auch dann im Endeffekt geschafft. Also ich habe, glaube ich, einen 2,7er Abschluss oder so. Ne? Ich habe, meine Anforderung war, ich kriege den Bachelor, egal wie, habe ich erfüllt. Ne? Also das war mein Anspruch. Und aber das war ein harter Weg. Und ich persönlich, man kann natürlich jetzt, wenn man irgendwo Vorstellungsgespräche führt oder so, kann man sagen, ja, du hast 8 Semester, 9 Semester gebraucht, was ist das denn für ein Scheiß? Ich sehe es aber in dem Sinne, dass die Leistung, die ich gebracht habe in den 3 Semestern, war ja so überproportional zu jedem, der in jedem Semester Standard seine 6 gammeligen Klausuren abgehakt hat. Und da ist einfach die Belastung und das, was dahinter steckt, ist ein ganz anderes Level. Also die Scheiße, die ich da gefressen habe und wie ich da durchgezogen habe, so, hat keiner so gemacht. Ne? Und weil einfach, ich wusste, ich kann es und ich wollte es auch haben. So, aber irgendwie habe ich mich immer unwohl gefühlt in der Position, irgendwie im Sinne von angestellt sein oder einfach auch in dem System der Uni selbst. Also ich wusste immer, dass das mehr in mir und dann ging es auch irgendwann an mit dem im Studium oder gegen Ende, dass ich dann auf die Idee mit diesen Erklärvideos gekommen bin und habe dann gesagt, okay, das probiere ich jetzt einfach mal und bin einfach all in gegangen, habe dann einfach im Prinzip in Hamburg, ist wirklich so gewesen, habe mich dann über Vorweihnachten habe ich gesagt, ich zieh jetzt durch. So, und habe mich dann hingesetzt. Ich war jeden Tag im Starbucks im Café mit meinem Laptop. Ich wusste nichts. So, ich habe nur die Idee gehabt, dass ich das umsetzen will. Und mich dann da reingesetzt und dann habe ich angefangen, mir eine Homepage zu bauen, zu gucken, mit welchen Leuten ich zusammenarbeiten kann. Und habe mir daraus nicht dieses kleine Business da erstmal aufgebaut. Und mit einer Homepage, die irgendwie noch halb fertig war, aber ich hatte keine Ahnung vom Programmieren und alles, was erstmal dahinter stand an der aktuellen Technik. Und dann kam auf einmal eine Anfrage von der Firma, ich habe die dann mal bei Wikipedia angegeben, das war so ein Klebstoffhersteller, mit 40 Millionen Umsatz. Und ich dachte so, was? Die melden sich bei meiner Homepage? Und die war scheiße, ich habe noch nicht mal ein Video gehabt als Referenz. Und das hat mir so in dem Moment dann wirklich den Boost gegeben, wo ich dachte so, okay, ich gehe jetzt wirklich all in. Also das bestätigt sich ja, dass das funktioniert. Dann habe ich da versucht anzurufen und den Produkt irgendwie mit denen zu verkaufen, was ich noch gar nicht richtig erklären konnte. Ne? Ja. Und dann, gut, zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich so, dass das Telefonat hat nie stattgefunden, weil irgendwie da niemand dran ging. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte eine Handynummer, aber es hat nie funktioniert. Aber das ist mir eigentlich im Endeffekt egal gewesen, weil der Boost, den ich dadurch bekommen hatte, hat mich bestärkt. Und dann war ich weiter und unterwegs gewesen und Klinken putzen und dann fing an da, dass ich den ersten Kunden hatte, bevor ich überhaupt wusste, wie ich das also bewerkstellige. Und dann dachte ich einfach, scheiße, wie kriege ich das hin, aber ich kriege das hin. Und dann war im Prinzip die Studiensache, die ich da hatte, so, keine Ahnung von Tuten und Blasen, aber das Ziel und habe weitergemacht. Und habe das dann auch, glaube ich, ganz erfolgreich hinbekommen, dass ich da ein paar Kunden habe, da geht's noch voran, aber ich überlege gerade, wie ich das besser alles organisieren kann. Aber Sie leben ja nicht von jedem mal neuen Kunden, sondern Sie kommen ja Folgeaufträge von den Leuten. Ne? Ja, das ist richtig. Ne? Dass Sie doch mal irgendwo einen Kundenstamm haben, wo Sie sagen können, okay, komm, der Kunde kann mit mir, ja, der Kunde kann... Ja, macht mit. Und macht mit und das kommt auch dabei rum, was Sie sich vorstellen. Ne? Ja. Also für mich ist persönlich noch ausbaufähig, also ich will dann noch deutlich mehr reinbuttern und mehr organisieren und das besser aufstellen, weil mir das selber noch nicht so ganz gefällt, wie es jetzt ist. Also die Optimierung geht auch da weiter, aber im Endeffekt ist es einfach schon mal eine ziemlich geile Sache, weil die Leute, die ich habe, sind digital aufgestellt, also der eine ist hier, der andere ist da. Wir haben kein Büro, ich habe keine hohen Kosten. In den künstlerischen Bereich rein, wenn ich es sehe, da muss man schon sehr kreativ sein. Ja. Und ich weiß nicht, wie sie jetzt Vorgaben bekommen von denen, was sie zu tun haben, oder sagen wir, komm, mach mal selber was. Ne? Ja. Also ich habe halt, wenn ich jetzt zum Beispiel als Kunde wäre, dann sage ich, okay, wir haben hier ein geiles Produkt, aber ich bin, sag mal, selber nicht in der Lage, Ihnen als Hersteller von dem Video die ganzen Klamotten zu geben, den ganzen Ihnen zu geben, weil wir die Zeit zum Beispiel nicht reicht, oder welche andere Hintergründe da sind, um die ganzen Input zu bekommen. Und dann wäre ich vielleicht zum Beispiel dankbar, wenn jemand wäre, hey,
der hat mich verstanden, der versteht es in der Produkte, bringt seine eigenen Ideen ein und präsentiert mir was, was super geil ist. Ja. Und das finde ich, da steckt noch so viel Potenzial drin. Ja. Und so wie es mir geht, geht es ja auch andere Firmen, speziell ist auch in diesem ganzen, sagen wir, einfachen YouTube-Film, weil jeder hat heute so ein Gerät, und das Ding, ich drücke auf den Knopf und es kommen die Informationen raus, egal wo ich bin. Ja. Und das ist eigentlich der Weg und auch für die Zukunft, so sehe ich das. Ja. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir haben bis jetzt gar nichts gemacht. Ne? Sagen wir, YouTube, Social Media, null. Null. Sondern wenn wir das Null versäumen, dann werden wir mal überholt. Ne? Ja. Nur als Beispiel, mein Sohn Alexander, der ist jetzt 21, der hat es jetzt geschafft, auf Facebook Werbung zu machen mit unseren kleinen produzierten Tankversiegelungsfirmen. Ich denke mal 35 bis 40 Verkäufe. Ne? Ich habe da keine Google geschafft. Ja. Habe ich mir noch nicht verschafft. Also das steckt noch, ich würde mal sagen, okay, halt Facebook geht nicht, dass man bestimmte Sachen da reinpostet bei bestimmten Kundenkreisen, der sich sehr selektiert hat und da kommt ein sehr hohes Feedback rein. Ja. So, jetzt geht es eigentlich darum, mal auszuwerten, was haben wir investiert, was haben wir rausgeholt, wo in welche Richtung können wir weiter investieren. Ja. Und der Weg, glauben Sie mir, der Weg wird gehen, wenn sich die Welt so weiter verdreht. Ne? Wird das generelle Informationsmedium werden, YouTube, bestimmte Informationsfilme. Die Leute wollen nichts mehr anderes haben. Ja. Die wollen das Ding anschalten, na, um was geht's heute? Ja. Klack, 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 ja, welche Firma ist das? Klack, 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 klack und go. Das war's, ne? So schnell geht das. Genau so ist es. Na, hier kannst du gucken. Wenn du den Zug verpassen wirst, dann bist du weg vom Fernseher. Ja, sehe ich genauso. Man muss auch mit der Zeit gehen. Genau. Es geht so weit. Gut, sicher haben sich jetzt verschiedene Firmen da rauskristallisiert, sagen wir Google ist so ein Global Player, die mittlerweile alles gekauft haben. Ne? Ja. Wohin führt die Reise? Ja, da muss man auch schauen. Ne? Und der Weg ist halt so, dass wir, sagen wir, ich bin jetzt einmal in der, komme aus der Generation noch, wo ich das Geschäft begonnen hatte. Wir hatten 1994 die Firma angemeldet. Da gab es keine E-Mail. Ja, verstehen Sie. Die erste E-Mail habe ich im 94 abgesendet, ne? Aber auch an einen Lieferanten zum Beispiel. Der hat mir erklärt, wie das geht. Ja. Ne? Mit Outlook und so weiter. Das konnte Ihnen niemand sagen, wie das funktioniert. Ja? Ja, müssen Sie sich mal vorstellen. Ja? 94. Haben Sie doch auf YouTube geschaut. Ne? Auf YouTube schauen. Spaß. YouTube. 94, YouTube, wann gab es YouTube? 2008, ne? So was, ne? Ich glaube, ne? Ja, aber das war auch also ein starkes Stück. So, wir kommen aus der Szene, wir haben Zeitungswerbung gemacht, die Leute haben angerufen, und dann haben wir bearbeitet. Und dann hat man die bearbeitet und dann hat man den, sag mal, Bestellung, kam da ein paar Fax rein. Ja. Das war zwei Wege, Faxgerät und Telefon gab es da. Ne? Mehr gab es nicht. Ja. So, und dann, sag mal, 94, wo ich die erste E-Mail weggeschickt habe, mit wem habe ich E-Mail verschickt? Auch nur mit den Geschäftsleuten, ne? Die sie auch schon hatten. Ja. Eine normale hat es noch nicht gehabt, ne? Nein. Die Masse hat es. Die Masse hat es vorstellen, die Masse hat es nicht. Wie lange ist es her, ne? Ja, also ein Witz, ne? Das ist stark. Dann 2000 hat es so ziemlich jeder gehabt, ne? So, und nicht wahr, ne? Ja, das stimmt. Ein paar Jahre später. Und so was wir heute haben, wissen wir. Ne? Das ist ja heute. Ist hier voll mit dran, Dass dann so Leute, ich sag mal, so geniale Ideen haben wie Zuckerberg mit seinem Facebook. Ja. Oder dann die ganzen Google-Leute, na, die sagen, die kommen die einen ganz anderen Weg gehen. Und es steckt ja heute ein Wahnsinn, was hier gemacht werden kann und was hier gemacht noch möglich was ist. Daraus, das was sich daraus entwickelt was sich noch daraus entwickelt wird. Ne? Ja, dass sie einfach sagen, komm, wir schalten keine Werbung, sondern wir sammeln Daten und verkaufen die. Zum Beispiel wie Google. Ja, das stimmt. Ja. Und das sind heute die größten Firmen der Welt. Ja. Muss man ganz klar so sehen. Ja. Das ist, hat einfach gezeigt, wohin die Reise führt. Ne? Nichts zum Anpassen, ne? In dem Sinne, die Daten ist auch alles. Nein, das ist alles virtuell. Das ist alles gigantisch. Glaube ich, ne? Ja.
Ja, das ist nochmal ein bisschen Smalltalk. Ja, auf jeden Fall. Muss auch, gehört dazu. Ja. Ja. Wollen wir weiter zu den Fragen zurück? Ja. Ja. Weiß nicht, wie wollen Sie Cut machen? Ja, nochmal einen Cut. Wir haben nochmal eine Minute. Ja. Aber gut. Genau, so wie es aussieht, habt ihr es jetzt bis zum Ende des Videos geschafft. Ich glaube, das war auch eine harte Kur, aber glaube ich hoffentlich auch für euch sehr unterhaltsam. Nochmal für alle, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Channel liked, abonniert oder teilt. Aber auch wirklich immer kommentieren, was für Erfahrungen ihr gesammelt habt. Wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid, dann nutzen wir mal den Hashtag drangeblieben. Ja, haut das einfach mal raus. Ich würde mich interessieren, wer wirklich bis zum Ende durchgehalten hat und wer Bock hatte oder wer was gelernt hat. Kann sagen, ich bin schlauer geworden oder sowas. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn das Ganze ein bisschen Reichweite kriegt. Ansonsten warten noch sehr viele Videos auf euch. Ja, ich höre auf zu quatschen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kommentiert gerne, lasst mich das wissen, ob es cool wäre oder nicht. Und dann bis bald im nächsten Video. Haut rein, Jungs. Peace.